In diesem Video werde ich euch 5 neue Tipps zeigen, mit denen ihr mehr aus YouTube rausholen könnt. Und als erstes möchte ich euch die App Viral Floating vorstellen und mit dieser App habt ihr 2 wirklich gute Möglichkeiten, die ich euch hier natürlich in diesem Video zeigen werde. Und die erste davon ist, wenn ihr euch ein ganz normales Video hier in der ganz altbekannten YouTube-App anschaut, könnt ihr einfach einmal in das Bild hineinklicken und auf Teilen gehen. Dann scrollt ihr runter oder vielleicht auch nicht, je nachdem, was ihr alles installiert habt und geht auf Viral. Und schon habt ihr das Video in so einer kleinen, in so einer kleinen Vorschau sozusagen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll. Auf jeden Fall könnt ihr das jetzt überall auf eurem Handy einfach mit euch ziehen, das Video einfach weiter gucken und was weiß ich in WhatsApp schreiben und. Da sind dann wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt wirklich dann alles auf eurem Handy machen, was ihr wollt und das Video dabei weiter gucken, ohne dass sich die App schließt, wenn ihr auf den Home-Button klickt. Wirklich sehr cool gemacht und sehr nützlich, wenn man sich ein längeres Video angucken will und trotzdem noch mit seinen Freunden, ohne zu unterbrechen, auf Facebook schreiben möchte oder auf WhatsApp. Ja, das ist jetzt der nächste Tipp hier. Und zwar können wir uns auch YouTube-Videos einfach herunterladen. Und das geht einmal, braucht ihr dafür halt den URL-Code. Das sozusagen, den könnt ihr einfach auch hier auf dem Handy einfach nehmen. Dann geht ihr auf die Seite sharetube.eu. Und das ist wirklich ganz cool. Und natürlich, ihr kennt alle den YouTube-Konverter. Das ist ja wirklich sehr bekannt. Und hier, das geht aber wirklich im Browser. Und deswegen ist es auch fürs Handy wirklich sehr gut geeignet. Hier könnt ihr einfach euch das Format auswählen, die Audio-Bitrate, die Videobitrate. Die Lautstärke könnt ihr auch einstellen. Wenn ihr ein ganz leises Video habt, könnt ihr das lauter oder leiser halt einstellen. Das finde ich auch sehr geil. Das kennt man sonst auch nicht von irgendwelchen YouTube-Konvertern. Das will ich ShareTube.eu wirklich schon ganz weit. Und man kann auch eine Zeitspanne festlegen. Wenn man jetzt nur einen Teil des Videos interessant findet oder bei Musikclips das Intro nicht drauf haben will, kann man das alles machen. Allerdings kennt ihr natürlich die Probleme hier bei sowas mit den Copyrights und so, deswegen solltet ihr auch wirklich bei Videos darauf achten, dass es auch erlaubt ist, sich die herunterzuladen. Das ist jetzt meine, könnt ihr euch gerne alle runterladen und was weiß ich, beim Fahrradfahren hören, das ist mir natürlich egal, aber bei Musikvideos kennt ihr da die Problematik mit GEMA und Co. Aber ich denke mal, das wisst ihr auch alle selbst. Und da sollte man dann halt darauf achten, dass man auch dazu erlaubt ist, dazu befugt ist, eher gesagt, sich so ein Video runterzuladen. Das muss ich ja jetzt hier an dieser Stelle sagen. Und ja, jetzt wird das Video hier halt verarbeitet, das dauert immer einen Moment. Da wird das wahrscheinlich auf dem Server dann zurecht geschnitten, dass man das benutzen kann. Und ja, das steht hier halt, das Video wird konvertiert und sobald das fertig ist, so wie jetzt, wird das dann halt, kann man hier unten auf Download klicken und Download wird gestartet. Ihr bekommt es jetzt auf euer Gerät, wie ihr da oben seht, ist der Download gestartet. Ich habe da jetzt meine eigene Apps der Woche runtergeladen, nur so halt als Beispiel. Ja, das war jetzt schon der nächste Tipp und das ist eigentlich alles. Ich zeige euch das nochmal kurz, das lädt jetzt hier runter. Und jetzt können wir das natürlich ganz normal in unserer Musik finden oder hier halt öffnen durch den Music Player und uns das jetzt anhören. Ihr hört das jetzt nicht, weil ich den Ton rausgenommen habe, aber theoretisch würde jetzt hier der Ton laufen. Ihr seht schon 8 Minuten, das passt auch von der Länge. Und ja, der nächste Tipp ist wirklich, vielleicht kennen das schon einige von euch, aber ist vielleicht mal was Neues für einige. Und zwar gibt es Videos, die mit CC gekennzeichnet sind, wie dieses hier beispielsweise. Und bei so einem Video könnt ihr Untertitel einstellen. Und das ist wirklich eigentlich sehr nützlich, wenn man das, was weiß ich, auf Spanisch oder so hört und keine Ahnung hat, kann man sich entweder einen englischen Untertitel, das hilft meistens auch schon, einen englischen Untertitel oder manchmal gibt es halt auch deutsche Untertitel. Das ist wirklich sehr cool, also darauf achten. Das ist so wie das kleine HD-Zeichen, wird das eingeblendet, dieses CC-Zeichen halt. Und damit könnt ihr dann halt sehen, dass dann hier halt ein Untertitel vorliegt, den man benutzen kann. Da könnt ihr dann auch euch die Sprache halt einstellen. Meistens ist Englisch wirklich das Beste, weil da die Algorithmen noch am besten sind. Wenn ihr da jetzt Deutsch eingibt, kommt da teilweise wirklich Müll raus, aber da kann man dann immer noch besser, das kann man halt sich dann immer noch so zusammenreimen. Wenn da jetzt irgendwelche Wörter stehen, die zwar grammatikalisch nicht richtig verbunden sind, kann man sich da immer noch was zusammenreimen. So, der nächste Tipp, den ihr jetzt hier schon seht, ist, wenn ihr
hier den Seitenquelltext eingebt, da geht ihr einfach auf das YouTube-Video, wie ihr es gerade gesehen habt, macht einen Restklick, dann auf Quelltext anzeigen. Und das ist jetzt natürlich erstmal ein großes Wirrwarr, aber hier kann man wirklich ganz viele Informationen rauslesen. Das ist vielleicht nicht für jeden interessant, aber zum Beispiel für YouTuber, die sehen wollen, was andere so für Tags benutzen, kann man das hier sehen unter Keywords, was ich jetzt hier markiert habe, sorry. Da kann man sehen, was ich jetzt hier beispielsweise für Keywords genommen habe. Das ist eigentlich ganz interessant. Man sieht zwar nicht alle, aber man sieht die ersten und somit auch die wichtigsten kann man hier erkennen. Und man kann natürlich auch noch alle anderen Sachen, die Beschreibung und alles, was der YouTuber da eingefügt hat, kann man dadurch sehen. Eigentlich für ich ganz netter Trick für Leute, die es interessiert. Die meisten interessiert es wahrscheinlich nicht. Aber das ist einfach mal so was Kleines Besonderes. Ja, und jetzt zeige ich euch hier einmal ein Video. Das mache ich mal eben hier auf Pause. Und zwar seht ihr jetzt, wenn ich den Bildschirm ausmache, geht der Ton natürlich aus. Das ist auch bei YouTube, bei Musikvideos ganz nervig, dass dann einfach der Ton ausgeht. Das will man ja nicht. Manchmal möchte man es einfach weiterhören. Und da kommen wir wieder zu der App Viral Floating, die ich euch ja als erstes gezeigt habe. Das ist jetzt die zweite Möglichkeit, die ich schon angesprochen hatte. Wenn ihr das jetzt wieder so mit Viral Floating teilt und das einfach anguckt, das ist ja wie das auch schon im ersten Tipp war, kann man jetzt hier so wieder benutzen, aber wenn man jetzt auch gleich den Bildschirm ausschaltet, werdet ihr merken, dass der Ton einfach weiterläuft. So, jetzt schalte ich den Bildschirm aus und ihr merkt, der Ton geht weiter. Ja, das waren alle Tipps für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es war nützlich für euch. Dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.